Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play WoW. Wir sind bei Folge 180. Wie versprochen bin ich hier schon vorgeritten, bin nur noch nicht rein. Können direkt mal alle Quests hier annehmen. Wir haben auch ein bisschen Platz geschaffen in der letzten Folge. Upsala. So. Wir hätten auch theoretisch schon Level 4 anfangen können, aber dann ist das alles was schwieriger. Von daher machen wir das einfach so. Wo ich gerade so das Inventar auf habe, sehe ich, dass ich immer noch die Mütze habe und noch keine Steine geholt. Nach dem Flugpunkt. Ach da. Und hier ist auch der Lehrer. Ihr seht, schnelles Reiten, 600 Gold. Erstes Fliegen, 800 Gold. Ganz schnell, also schnelles Fliegen, 5000 Gold. Also. Wisst ihr, was noch auf uns zukommen wird in naher Zukunft. Erstmal die Anfangsquest, die ist nämlich recht einfach, dass wir nämlich die Dinger da töten. Dadurch, dass die dann schon ein bisschen beschossen sind. Ja, ich glaube, wir nur droppen eigentlich nichts. Einfach nur kaputt machen. Okay. Ich würde sagen, er hat wahrscheinlich was viel Lebenden für uns. Aber fast schon, wir kriegen das hin. Kein Problem für uns. Ich glaube, wir kriegen auch keine Erfahrung dafür, oder? Nö, nicht wirklich. Aber gut. Oh je. Ich glaube, er ist ein bisschen hängen geblieben. Warum auch immer. Ja, es ist gerade hängen geblieben. Ich mach lang Pause. So, willkommen zurück. Keine Ahnung, was das war. Aber komm, auch kein Fehlerbericht, nix. So. Die Hand von Guldan. Manche Sachen weiß ich gar nicht mehr, was ist. Ja, Quest. So viel, so oft hier gequestet, aber. Von Guldan war auch recht einfach. Ja, seht ihr. Ist dann schon zack, bumm, fertig.
Hier fängt Gul'dan quasi schon an. Den blöden Typen gibt's ja immer noch. Feisig angefangen. Ah, okay. Ja. Das droht am Auspicken. Das tut am Hals. Muss man auch Erdgeist? Ich weiß es gar nicht. Hier muss man auch Erdseelen und Feuerseelen anfangen. Funktioniert, was ist das denn? Ach, die Mini-Dinger, ey. Ja, danken auch mal ein bisschen, ne? Waffen wir uns direkt mal. Mein Pet kann man zwar füttern, aber da braucht man extra Petnahrung, meine ich. Ich glaube, wenn ich richtig im Kopf habe, ist das Lava. Ja, ein bisschen näher kommen. Ist ja nicht so der Plan. Frohen Mutes. Ja. Süß, ne? Zünd Erdsplitter, Hier konnte man damals auch prima, aber ich glaube eher schlecht als recht, Feuerpartikel und Erdpartikel farmen. Jetzt angedenkt. Jetzt werden Ruhe drauf ballern. Und den nächsten. Sehr gut. Sagen, es greift schon wieder an, aber nein. Ist noch verwirrt ein bisschen. So. Out of range.
Euro sparen. So, unser Unknown denkt den schon ganz gut. Oh, ist eigentlich ganz gut. Vielleicht 4-4. Runter. Nicht, dass das nicht zählt, wenn er nicht nah genug ist oder so. Alles, gibt alles. Doch richtig gesehen. 4-4. Oh, die gehen ja recht gut. Lustig aus das Ding, ne? Nein, du läufst falsch. Ach, doch. Doch gezählt. Glück gehabt. So. Blöder Typ. Das ist ja mal interessant. Den nächsten holen. Bevor der dann ganz kaputt geht, müssen wir nur aufpassen, dass wir den das Totem gleich neu setzen. Perfekt. Sehr gut, das heißt, die Feuerding haben wir fertig. Jetzt brauchen wir nur noch die Erdelementare. Da müssten wir auch gucken. Schon der erste, beziehungsweise der fünfte. Piu, piu, piu. Oh. Ich habe vergessen, das Ding aufzustellen. Lustig drauf rumschießen, aber vergessen. Nee, 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 was soll das nur geben? Tja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, Let's Play WoW.
Lasst einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da, wenn ihr noch nicht habt. Und wir würden sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Auf Wiedersehen.